Kann mich jeder hören? Nicht? Verdammt. Also ich fange jetzt einfach mal an zu erklären, das ist euer erstes Barcamp überhaupt oder nur das erste Barcamp rein in Ruhe für Typo 3? Oder ist es das erste Barcamp überhaupt für euch alle? Ja. Achso, aber war es trotzdem nochmal die Einführungsveranstaltung? Achso, ja, okay. Ja, ich fange vielleicht einfach mal an, indem ich erzähle, woher dann mein Barcamp überhaupt kommt. Das fragen sich nämlich viele. Es gibt ja diesen Verlag O'Reilly, der die ganzen Bücher herstellt mit den kleinen Tieren drauf, die für Computerthemen einführend sind. Und die haben immer relativ exklusive Konferenzen betrieben, die sie Friends of O'Reilly Camp genannt haben. Und das wurde abgekürzt FOO Camp, also Foo Camp. Und bei Programmierern gibt es ja diese Standardvariablen Foo und Bar. Und dann wollte man eben sozusagen das Gegenteil vom Friends of O'Reilly Camp machen, wo wirklich alle mitmachen können, nicht nur auf Einladung, sondern die eben offen für alle sind. Und deswegen hat man es eben, um das vom Foo Camp zu unterscheiden, hat man es Barcamp genannt. Also es hat eben leider nichts mit Trinken zu tun, obwohl es heute wahrscheinlich doch eine Whisky-Tasting-Session geben wird. Also wer daran interessiert ist, kann sich dann da noch betätigen. Aber das nur zur Erklärung, warum es so heißt. Also das Besondere ist eben, dass es ein Camp sein soll, das wirklich offen für alle sein soll. Deswegen wird auch immer darauf geachtet, dass es viele Sponsoren gibt, damit die Preise niedrig sind von Barcamps und damit eben wirklich jeder teilnehmen kann, auch Studenten, Schüler und eben es soll eben nicht exklusiv sein. Dann, wie geht Barcamp? Also wir haben gleich die Einführungssession. Normalerweise ist bei Barcamps dann immer eine Vorstellungsrunde, wo jeder aufsteht, sagt, wie er heißt, von wo er kommt und dann so zwei oder drei Stichwörter sagt, was er so macht. Das wird aber leider weggelassen bei uns, weil ich glaube 220 oder 230 Leute hier sind und dann würde das einfach zu lange dauern, bevor die Sessionplanung losgeht. Deswegen legen wir dann so ohne Vorstellungsrunde los. Es geht dann aber eben los mit der Sessionplanung, wo Leute, die eine Session halten möchten, nach vorne gehen. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr unbedingt behandelt haben wollt, aber auch nichts vorbereitet habt, also lasst euch nicht abschrecken von den Leuten, die so Barcamp-Profis sind und damit 500 Folien ankommen. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr belegen wollt oder wo euch irgendwelche Fragen auf die Nägel brennt, geht nach vorne und sagt, ich möchte gerne was hören zum Thema Frontend-Editing oder irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt. Dann finden sich auf jeden Fall immer Leute, die bereit sind, da mit zu diskutieren. Also auch wenn ihr nichts vorbereitet habt, groß geht mit euren Themen nach vorne und sagt, ich möchte da bitte eine Session zu haben oder einen Stuhlkreis oder einfach ein Gespräch oder interessiert sich noch jemand anders für dieses Thema, damit ihr euch dann zusammenfindet. Also ein Barcamp ist eigentlich das Wichtigste. Die Teilnehmer sind die Programmgestalter. Also es geht halt darum, dass sich jeder einbringen kann. Und also wenn ihr selbst keine Session halten wollt, könnt ihr auf jeden Fall in Sessions Fragen stellen oder Kommentare geben, das ist also gerne gesehen. Wie man sich während der Sessions verhält, ist es durchaus okay, in eine Session zu gehen, wenn man feststellt, das ist jetzt ein Thema, das liegt mir überhaupt nicht oder das verstehe ich nicht. Es ist überhaupt kein Problem, aufzustehen und rauszugehen, das nimmt euch keiner übel. Also im Barcamp ist halt üblich, dass man von Raum zu Raum wandern kann und eben sehen kann, wo ist die Session, die mich am meisten interessiert. Dabei natürlich möglichst nicht so laut verhalten, sondern dezent, aber es ist im Prinzip, es nimmt keiner übel, wenn jemand während einer Session rausgeht. Hier im Unperfekthaus ist es die Besonderheit, wir haben den ganzen Tag Buffet, was sehr praktisch ist, deswegen ist auch kein Slot extra freigehalten für Mittagessen, sondern man kann entweder in den kurzen Viertelstunden, bis die nächste Session anfängt, sich was zu essen holen und jetzt auch mit in die Räume nehmen und dort essen. Oder man kann eben eine Session, wenn da gerade kein Thema ist, was einen interessiert, einfach fallen lassen und sich hinsetzen und Ruhe essen. Und einer der wichtigsten Punkte ist auch, das Barcamp soll ja auch euch miteinander verknüpfen, dass während des Essens einfach mit anderen Leuten, die diese Bändel umhaben, ins Gespräch kommen und fragen, was macht ihr, wo kommt ihr her und was sind eure Jobs und was arbeitet ihr so. Also einfach, dass man versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dafür ist das Barcamp auch da. Also was so ein bisschen abschreckend war, was mich jahrelang davon abgehalten hat, Barcamps zu gehen, ist, dass da stand, man muss eine Session halten, wenn man das erste Mal da ist. Also das ist nicht so brutal. Ihr seid nicht verpflichtet, das zu machen, aber es
ist halt immer gerne gesehen, wenn, wenn ihr Fragen stellt oder sonst wie euch mitbeteiligt an den einzelnen Sessions. Dann eine Besonderheit dieses Camps ist, wir sind kein allgemeines Camp, sondern ein Themencamp. Das heißt, es geht im Großen und Ganzen um Typo 3. Aber es ist auch, wenn jemand irgendwie zum Beispiel jonglieren kann und das anderen beibringen möchte, wird es auch gerne gesehen, wenn so eine Session angeboten wird. Also es ist durchaus möglich, auch freie Sessions anzubieten. Die werden auch immer sehr gerne wahrgenommen. Also Online- und Social Media. Also früher habe ich immer gesagt, es ist ziemlich wichtig, bei einem Barcamp Twitter zu haben, weil während, also es gibt einen Hashtag, dieses T3CRR, mit dem also alle Tweets zu diesem Thema gesammelt werden. Da kann man auch immer sehen, wenn eine Session verschoben wird oder der Raum gewechselt wird, weil plötzlich viel zu viele Leute in dem Raum sind. Da wird dann eben immer gesagt, wir gehen jetzt in den Raum so und so oder haben den Raum getauscht oder die Session fällt aus, weil kein Interesse besteht oder sonst was. Also für diesen aktuellen Informationen, während wir alle hier im Haus unterwegs sind, ist Twitter eigentlich ganz angenehm. Also dieses Jahr wurde mir gesagt, ist Slack eigentlich wichtiger als Twitter. Also ich hoffe, ihr seid schon alle im Slack von Typo 3 und dann da im Channel T3CRR. Sehr gut, alle nicken. Besonderheiten vom Typo 3 Camp. Also wir haben hier eigentlich immer einen Überhang an Entwicklern und Projektleiter und ähnliche sind in der Minderheit. Wir versuchen auch immer ein bisschen Themen für Projektleiter anzubieten. Aber die fühlen sich da oft nicht so ganz abgebildet. Also wenn ihr Projektleiter seid, bitte melden und versucht eure Themen in die Sessionplanung einzubringen. Von den tollen Präsentationen von den Typo 3 Barcamp Profis nicht abschrecken lassen. Es geht auch vollkommen ohne Vorbereitung eine Session zu halten. Das waren eigentlich schon meine großen Themen, die groben und ganzen waren. Also nochmal ein Hinweis, dass die Typo 3 Camps sind nur möglich durch Sponsoren. Und da freut man sich natürlich, wenn Sponsoren, also später bei Recaps, wenn ihr in eurem Blog ein Recap schreibt oder wenn ihr auf Twitter die Sponsoren erwähnt und so, das wäre total super, damit die eben wissen, dass ihre Beteiligung geschätzt wird. Und hat noch jemand Fragen? Anmerkungen, Tipps? Ja, ja, wir haben einmal gemacht, das war dann in dem Saal, wo schon alle anderen auf die Planungssession gewartet haben. Das war auch unangenehm, weil dann die Hälfte gar nicht zugehört hat. Und die anderen Räume wären wahrscheinlich zu klein. Aber jetzt habt ihr wenigstens schon Raum 404 gefunden und wisst Bescheid, wo der ist. Also. Also normalerweise in dem Theater, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Jahr auch so ist. Achso, in dem Wintergarten. Dann seid ihr jetzt schon oben. Wenigstens ein Vorteil. Ja, sonst war es das eigentlich. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann holt euch Getränke.